Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen XXL World of Sweets Haul. Ich habe wieder Süßigkeiten bestellt und ich möchte euch natürlich zeigen, was ich bestellt habe, damit ihr wieder Bescheid wisst, was in den nächsten Tagen auf euch zukommt. Ich denke, ich habe da einen guten Mix gemacht und es wird auch wieder auf jeden Fall sehr spannend. Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir direkt an. Ich habe es hier schon ein bisschen geöffnet. So, da haben wir die Rechnung. Das zeige ich euch nicht. Schauen wir doch mal, was wir hier drin haben. Das Ganze versuche ich mal hier so auszukippen. Boom. Nicht, dass es hier alles runterfällt. Ja, es funktioniert doch halbwegs. Kamera ein bisschen nach oben, damit ihr was sehen könnt. So, Freunde, das ist unser Karton. Ich habe einmal hier was von Kinder wieder bestellt. Die Kinderüberraschung für die Mädchen-Edition. Die Jungs sollen natürlich nicht benachteiligt werden. Es gibt einmal diese beiden Sachen. Die werden wir zusammen öffnen. Dann gibt es hier einmal von KitKat. Habe ich hier ein paar Weihnachtsdeko bestellt. Knusperwaffeln in Milchschokolade. Was ist denn das? Oh, das Ganze ist auch hier von Kinder. Ein Kindermix mit einem Nikolaus drin, Schokobons Country und blibla blub und diesen komischen Eiern. Das sieht auf jeden Fall mal sehr nice aus. Das werden wir auch zusammen dann öffnen. Und oh mein Gott, unser Ei ist hier kaputt. Das hat die lange Fahrt nicht überlebt. Och nö. Och nö. Freunde, dann tja, blöd. Blöd gelaufen. Tu ich erstmal zur Seite. Die ganze gute Schokolade liegt hier auch hier verteilt. Na, nein. Weiter geht's. Wir haben hier einmal die Dark Side Skittles Limit Edition. Da hat mir einer in die Kommentare geschrieben, dass ich die unbedingt probieren soll. Und ich habe die einfach im Internet gefunden und dann auch natürlich bestellt. Des Weiteren kommen mir Sachen in Bestellungen und Wünsche. Einige von euch haben auch geschrieben, dass ich die neuen Tic Tac Simpsons Edition probieren soll. Habe ich auch bestellt. Ich wollte die nicht im Supermarkt kaufen, weil ich eh eine große Bestellung gemacht habe. Deswegen mussten wir ein bisschen länger darauf warten. Weiter geht's als... Ups. Ich habe hier nochmal 4 Überraschungseier. Auch schon auf. Oh mein Gott. Hoffentlich sind da noch 4 Stück drin. Yo. Ich habe hier einmal ein Set gekauft mit 4 Überraschungseier für Mädchen. Das gleiche dann auch wieder für Jungs. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen wieder ein paar Überraschungseier öffnen. Dann gibt es hier Bonbons, die ein bisschen schärfer sind. Hier sind jetzt hier 2 Flammen drauf. Mild, Strong, Hottest. Okay. Wir werden halt ein bisschen in die Schärfe reingehen und das auch nochmal probieren. Vielleicht werde ich daraus eine Challenge machen. Mit den Süßigkeiten, aber mit denen werde ich auf jeden Fall eine Challenge machen. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern bei der Bestellung. Ich habe hier Chili Pops bestellt. Das sind einmal 3 Lolli-Sorten mit je verschiedenen Schärfestärken. Wir haben hier einmal Jalapeno, Red Chili und Habanero. Das soll das wohl das Schärfste hier sein. Mal schauen, mit wem ich da eine Challenge mache. Spontan fällt mir jetzt da Kati ein. Weil wir ja schon diesen Mehlwurm-Lolli gegessen haben. Aber Karten habe ich ja, mit denen habe ich ja einen Grille gegessen. Also einen Grillen-Lolli. Schreibt mir in die Kommentare, mit wem ich diese Challenge machen soll. Die Chili Pops Challenge. Schreibt mir ein paar Namen hin und ich werde dann mir einen raussuchen. So. Freunde, das war's auch schon mit meiner Bestellung. Ich versuche das mal kurz nochmal hier für euch zusammenzufassen. Hier sind meine Sachen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Sonst für weitere coole, fresh Videos einfach unten links auf Abonnieren klicken. Sonst schaut euch im Anschluss jetzt mal rechts die anderen beiden Videos rein, die wir schon mal für euch gedreht haben. Sonst seid einfach gespannt, wann diese Videos hier rauskommen mit den jeweiligen Produkten. Ja, Freunde, das war's mit meiner XXL Candy Haul. Wir sehen uns die Tage. Bis dann. Tschüss.